Und dagegen darf jetzt mit ihrem Text und einem großen Begrüßungsapplaus Elina antreten. Der nächste Text trägt den Titel Die Schule ist aus, wer sagt mir, wen ich wählen soll? Martin Luther King hatte diesen Traum, in dem seine Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in der sie nicht wegen der Farbe ihrer Haut, sondern nach dem Wesen ihres Charakters beurteilt werden. Ich habe diesen Traum, in dem die Konzernleiter von Firmen wie United Colors of Benetton selbst in den Textilfabriken Bangladeschs arbeiten, auch in indischer Frauentracht und für einen Monatslohn von 3.500 Rupien. Hört sich erstmal viel an, aber davon kann man sich in Deutschland bei Benetton nicht mal ein paar Jeans leisten. Einen Monat nur und danach sollte er den Arbeitern, die für ihn so günstig produzieren, ins Gesicht sagen, dass das gut ist. Dass es gerecht ist, sie erst in finanzielle Abhängigkeit und dann vor Gericht zu bringen, wenn sie sagen, dass es zu viel zum Sterben, aber eben zu wenig zum Leben ist. Ja gut, was fangen Sie damit an, wenn ich bekannte Dinge nochmal vorkaue? Die meisten werden Kopfschütteln, zustimmen, wenn ich sage, dass Ungerechtigkeit mal ungerecht ist. Verwirrt, resigniert oder genervt. Abgestumpft von Bilderfluten aus der Tagesschau, die uns Jan Hofer freundlich übermittelt. Da sind Bilder, die sieht man, wenn man nicht um die Uhrzeit die Simpsons guckt und dann vergisst man sie, weil sie überschattet werden vom Hier und Jetzt. Und man ist eben nicht jetzt dort. Wir sind in Europa und wir leben im Luxus. Wir können Paletten voller Nahrungsmittel unbesorgt wegwerfen, weil die Bananen noch nicht reif genug sind. Die Produzenten können sich aussuchen, welches Haltbarkeitsdatum auf unserem Fruchtjoghurt steht, weil sie ja irgendwie den ganzen Überfluss loswerden müssen. Die meisten sind 2 Wochen nach dem Ablaufdatum noch genießbar. Sie können es sich leisten, vergoldete Kiwis aus Neuseeland nach Deutschland zu verschiffen, aber an den Transportkosten, um die Paletten voller unreifer Bananen vom Supermarkt zur Tafel zu schaffen, daran scheitert es dann. Die Bananen kommen nicht in den Mixer, der macht keinen Brei draus und der kommt auch nicht obendrauf. Die kommen in den Container, da könnt ihr euch die dann rausholen, wenn kein Schloss dran ist. Und die Werbung lehrt uns kaufen, kaufen, kaufen. Und meine kleine Schwester denkt, die Frau aus der Schminkwerbung sieht nach dem Aufstehen auch so aus wie jetzt gerade. Und überhaupt, diese Frau war nie in der Pubertät und hatte niemals ansatzweise unreine Haut. Und die Bodylotion macht, dass die Beine schlanker aussehen als die von Miley Schwanznase Cyrus durch den neuen Bling Bling Bioactive Glanzeffekt. Am Arsch sehen die so aus, oder vielleicht nicht mal am Arsch. Das ist doch nicht echt, oder? Das passiert doch nicht gerade wirklich. Und in den Schulen bringen sie uns bei, frontal zur Tafel zu sitzen, nicht zu reden oder zu diskutieren. Oder seine Meinung zu bilden, aber auswendig zu lernen. Und die Lehrer, die es anders machen und neu fördern und nicht töten, die werden suspendiert. Die, die den Leistungsdruck steigern, die werden befördert. Sie prophezeien uns ein raues Klima auf dem Arbeitsmarkt. Gerade so, dass du noch atmen kannst. Und trotzdem so wenig, dass deine Rübe nicht mehr über andere Sachen nachdenken will. Wie zum Beispiel darüber, wen man wählen will. Rot, Grün, Schwarz, Gelb, such dir was aus. Du kannst sogar zwischen rechtem und linkem Weg wählen. Mir persönlich gefällt gar nichts. Ich bin farbenblind geworden. Wenn ich nicht aus Tradition irgendwas wähle, dann muss ich Wahlprogramme lesen. Und für mich sind das Kreise, deren Schnittflächen wieder einen Kreis ergeben. Sie wollen alle auf unterschiedliche Arten und Weisen das Gleiche. Warum können Politiker nicht einfach sagen, was sie wahrhaftig wollen? Wieso können sie nicht ihren Brustkorb aufschließen? Dann guckt man übers Herz, ob es an der richtigen Stelle ist und dann kann man wählen. Dann weiß man, woran man ist. Ich will das Unmögliche. Ich will Ehrlichkeit. Und Beharrlichkeit. Ich wäre authentische Politiker, die sich selbst ernst nehmen und die Sache und die Bedürfnisse aller Bevölkerungsschichten ernst nehmen. Und ich will Bevölkerungsschichten, ihre Vertreter ernst nehmen. Wo sind die Jugendlichen, die sich politisch engagieren, die sich aufregen und daran erinnern, dass es noch Länder gibt, denen es nicht Standard ist, Fettfingerabdrücke auf Smartphones zu hinterlassen. Und die sich noch dankbar zeigen können und anders lachen als Roffel, lol, nicht egal, YOLO schreien und deine Mutter auf einem Hashtag verlinken. Die sich noch darauf ausruhen, die sich nicht darauf ausruhen, dass es selbstverständlich ist, dass es ihnen gut geht. Tatsache ist, wir haben Hunger. Hohe Kosten können die Bäuche nicht mehr füllen und Versprechen in der Werbung können die Träume nicht erfüllen. Alles fake, wo der Schein regiert. Ich weiß noch nicht, wen oder was ich wählen will. Martin Luther King hat nicht kandidiert und Kugelschreiber für Umme gibt es an jedem Werbestand. Aber ich werde wählen, weil sie uns in der Schule erzählt haben, dass Menschen in Europa vor langer Zeit für ihr Wahlrecht in Bürgerkriegen gekämpft haben. Menschen, die leben wollten und nicht bloß überleben. Und diese Menschen möchte ich mit meiner Stimme ehren.
Und weil man nicht meckern kann, ohne selbst mit anzupacken. Dankeschön.